Ach, guck mal, oh. Und willkommen zurück zur TikTown. So, weiter geht's. Ich habe die Kohleofenöfen jetzt hier stehen. Ich hatte letztes Mal ein Problem, dass man die nicht nebeneinander bauen konnte, weil sich die dann wieder verbinden. Und der eine Ofen denkt so, das ist doch falsch. Weil man muss immer so ein 3x3x3-Feld machen und dann hat man halt diesen Kohleofen. Wenn man dann einen anderen Block da dran packt, dann checkt er das nicht und dann geht's halt nicht. Deswegen kann ich keine drei Öfen nebeneinander haben. Aber mir fiel ein, wir brauchen ja eh noch einen anderen Ofen nachher für den Mod. Und zwar den Hochofen, weil wir halt noch anderen Stahl brauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das auch mit den HSLA-Stahl geht. Aber ich würde ganz gerne noch den anderen Ofen hier neben machen. Einfach wegen, ja, wegen der Vollständigkeit halber. Und damit es halt auch irgendwie cool aussieht, dass man alles hat. Und wenn es dann nur damit funktioniert, hat man den auf jeden Fall auch. Bevor wir das aber machen, also hier wird auch dieses Zeug, was da drin ist. Keine Ahnung, wie es gerade heißt. Abgepumpt. Eigentlich müsste man noch einstellen, das werde ich, glaube ich, gleich machen, dass wir diese Sachen halt rausgezogen werden. Diese Coal Oak. Coal Coke. Dass die quasi auch rausgezogen wird, weil sonst hört es irgendwann auf, wenn das hier voll ist. Habe ich gar nicht dran gedacht vorhin, als ich das gebaut habe. Ich dachte so, oh nein, ach Mann, leck mich doch. Wie ich einfach immer irgendwas kaputt schlag. Oh, jetzt ist die Kohle alle. Nimm ich die. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen. Der könnte aber eigentlich hier dran, oder? Also hier oben und andere Seite dann. Andere Seite dann auch. Müsste dann aber, glaube ich, kein Basic-Export-Bus sein, sondern ein anderer. Import-Bus brauche ich ja dann. Import. Basic-Import-Bus? Ne, ne, ich brauche diesen Import. Und man kann auch sehen, was ich quasi noch vorhabe anhand meines Inventares. Weil da sind jetzt, ah genau, den Precision. Precision. Weil ich weiß nicht, wenn ich den dran mache, eventuell zieht er dann auch die Kohle raus. Deswegen mache ich direkt einen Precision dran und was soll's. Was wir haben, das haben wir, ne? Und zwar nur die. Ja, es funktioniert. Ah ne, gar nicht, da war gar keiner mehr drin. Da sind zwei drin. Wäre auch so gegangen, so schlau ist das System. Egal, das machen wir da rein. Pascht und wackelt. So, dann kann der hier aber weg. Also ihr seht schon, hier wird nichts verschenkt. Jedes Kabel bedeutet Energieverlust. Und Energieverlust ist böse bei Zeiten des Energieüberflusses. So. Die laufen, produzieren Zeug. Wir gehen jetzt einmal nach oben. Ah ja, genau. Ich kann jetzt hier gehen. Das ist der geile neue Weg. Der auch zufährt. Ach, guck mal. Oh. Es stimmt, ist das das Zeug, was hier zwischendurch immer in den ganzen Inseln und so ist? Also nicht Inseln, aber irgendwo so für Gift sorgt und man dann Hunger kriegt und dann Scheiß. Also eigentlich doch giftig ist. Nur halt jetzt anders beschrieben nochmal. Aber egal, so läuft zumindest. Ach man, das ist immer blöd. Muss ja echt immer Shift gedrückt haben, weil sonst in den Container reinklickt. Dummerweise natürlich. Deckel drauf. Na, mach mal einen Deckel drauf. Und hier jetzt das mit dem Loch. Kann ich auch direkt unten reinmachen. Dann haben wir die Tanks schon mal cool. Okay, man merkt, Konzentration ist da vonnöten, gerade bei diesen kleinen Dingern. So, da wird alles abgesaugt und reingesaugt. Ach, guck mal, das fühlt sich sogar im Ausgang. Also da kann man irgendwann dran gehen. Ich glaube, das mache ich echt mit diesen Mini-Tanks, wo man dann halt das Zeug absaugen kann. Dann haben wir hier die Enderflüssigkeit, die noch nicht voll ist, aber wenn sie voll ist, Ender, also dann lasse ich erstmal die Produktion stoppen. Das kann jetzt noch ein bisschen durchlaufen. Ist sowieso lustig, weil ich bin ja noch im Vorproduziermodus. Und ich muss mir dann vorstellen, dann fängt man irgendwann wieder an. Und plötzlich hat man so voll viel. So, weil dann fange ich halt wieder an und dann ist auf einmal alles fertig gebaut. Oh, ich sehe gerade, den habe ich da jetzt nicht gerne stehen. Aber ich kann es halt hier so rumlegen und dann kann ich da zumachen. Weil ich will nicht, dass wenn das Rohr mal irgendwann leer ist, keine Ahnung warum, sich das da miteinander verbindet. Das wäre doof. So, ne, ich meine jetzt quasi, man sieht jetzt hier so, ah, okay, alles leer.
Und dann die Folge nach der Urbeit. Hallo? Und da kommt schon ein Zombie angeschwommen. Das ist total behindert hier gerade. Es kommt eh noch, weißt du? Schrecken aus der Tiefe, dieses Zombie-Kind. Vorhin hat die auch Immunität gegen Sonnenlicht, ne? Ich weiß gar nicht warum. Können ja besser vor Kraft, weil Kinder sind, ne? Ich glaub schon. Oh, jetzt ging's zumindest. Zumachen und. Gut. Ah, da fehlt noch einer. Lol, Roffel. Fliegen wir direkt mal ins Wasser, um mich abzukühlen. Oh. So, so ist gut. Und hier, das muss auch noch zu. Weil wir kommen ja dann von da rein. Da kommt noch eine Tür hin. Und momentan sieht es so eigentlich gar nicht so schlecht aus. Selbst wenn dieser, ja, was ist es denn? Dieser Öltank so ein bisschen da unten steht, finde ich es trotzdem gut von der Optik her. Und die Dinger produzieren fleißig weiter. Da geht das Zeug weg. Ja, da muss mir noch was einfallen, das mit diesen Abholtanks, die ich halt mal erklärt habe. Vielleicht machen wir die hier in 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre sogar geil. Muss nur wahrscheinlich ein paar Kabel verlegen. Oh ja. Kabel verlegen. Ich glaube, das mache ich sogar jetzt. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Da habe ich Bock drauf und vor allen Dingen, wenn ich es dann später mache, dann fängt man wieder von neu an. Muss ja nur gucken. Ich muss ja irgendwie unter dem Boden lang mit total vielen verschiedenen Leitungen. Ah ja, hier soll der Hochofen hin, ne? Okay, also ich fange jetzt erstmal an, einen Tank zu bauen, nicht alle. Und zwar fangen wir mit dem ekligen Zeug da hinten an, was da jetzt rauskommt. Und zwar zwischen den Lampen. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Da passt auch richtig viel erstmal wieder rein. Zwischen den Lampen kann man das dann abholen. Ja, genau. Da unten kommt dann das Rohr dran. Das ist ja egal. Kann ja auch unten dran sein, glaube ich. Hoffe ich. Oder kann man da noch was rausfüllen lassen? Oh. Ich glaube, ich muss sogar... Muss ich oben rein? Lol. Ich weiß es gar nicht jetzt. Probieren wir mal aus. Hier ist gerade irgendwie eine Fruchtfliege drin. Fruchtfliege. Habt den Spaß. Fruchtfliege. Ja, so kann man Spaß damit fliegen. Den kann ich auch noch wegklopfen. Und jetzt muss ich aufpassen. Ich würde die dann aber nicht nebeneinander laufen lassen, sondern so schräg nebeneinander. Hört jetzt komisch an, aber kann man bestimmt gut benutzen. So, fangen wir mal ganz in der Ecke an, weil ich brauche wahrscheinlich relativ viel Platz. Da kommt das raus. Dann, oh scheiße. LOL. Roffelkopter. Ha. Da sieht ja eh keiner, glaube ich, ne? Dann mach ich mal so. Aber ich weiß es. Und wenn der Tank mal leer ist und man da reinguckt, dann sieht man es vielleicht doch. Stimmt. Deswegen mache ich das so. Guck, man redet schon mit sich selber in einer anderen Stimme zusammen. Na, ich merke mir das langsam mit dem Shift drücken. Also ich werde langsam zum Pro hier in Minecraft. So, jetzt achte mal drauf. Das kann jeder gebrauchen, der quasi mit diesen schönen Leitungen arbeitet. Einfach mal diese Abholleitung. Ich weiß echt nicht, wo ich hier rauskomme. Ah, da komme ich raus. Andersrum, ich habe hier doch auch nichts, oder? Kann ich nicht einfach hierher gehen? Aber was soll's, dann sind wir halt über der Decke. Ist eh zweckmäßiger dann. Oh ja, genau, das wollte ich schon immer da haben. Ich wollte da unbedingt ein Portal mal machen. Da muss ich allerdings noch eine untere Decke, fällt mir gerade mal ein, weil ich kann da dran... Also diese Quarried Stones, da kann man keine Cover rausmachen. Und deswegen ist das ein bisschen doof. Guck mal, das ist immer perfectly. Oh, warte, da kommt ja auch noch das Zeug, ne? Okay, also ihr seht gerade, ich versuche es jetzt erstmal so zu bauen, dass ich nicht alles... So, warte mal kurz. 5 Tanks könnte ich hier hinbauen. Hier könnte ich nur einen hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5. Oben habe ich momentan 5 Sorten. Ich glaube, ich habe Mob-Essenz, Öl, dieses Zeug. Da soll aber nochmal irgendwas hin. Also man könnte ja rein theoretisch 6 machen. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, man könnte theoretisch noch in die Ecke rein. Dann mache ich erstmal hier den anderen Tank hin. Geht, glaube ich, gerade eben. Daneben könnte ich die Tanks auch gar nicht machen, weil hier ist der Laser Drill und der braucht Platz bis zum Bedrock, sonst geht die Haussicherung an der Stelle nicht. So, machen wir doch direkt so. So ist das doch cool. Können dann hier entlang mal bauen. Oh mein Gott. Da muss ich es halt da hinten im Mauerwerk so ein bisschen verteilen. Ah, ich sehe gerade. Da geht's dann nicht. Da muss ich doch abbiegen. Na egal, war ein Versuch wert. Cool. Oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt, komm her. Komm, du Leitung. Ja, Leitung. Oh nein, Alter, boah. Wenn jetzt einer die Haussicherung anmachen würde, wäre ich instant tot. Nicht instant, aber tot und meine Sachen wären alle weg. Das wäre krass. Das wäre mega krass. Oh, das war mal sexy, wie ich das gebaut habe. Mit diesem Superflow. Multikill. So, so ist gut. Ah, ich überlege gerade, ich glaube... Oh, fuck. Es gibt ja diese anmalbaren Steine, die man zerschneidet. Oder kann ich die doch zersägen mit der Supersäge? Hallo? Hallo? So. Sorry, muss ich mal dran denken dann. Da haben wir die Supersäge und wir können unseren Ofen auch gleich mal bauen. Ich hoffe ich... Nö, es wird nur zu Quarried Brick. Aber man kann es nicht zersägen. Aber wir haben doch diese... Colored. Hier diese White Covers. Das war nicht genau die Farbe, aber dafür... reicht es auf jeden Fall. Genau, die Tanks meinte ich. Dann hat man hier noch Redstone, den könnte man machen. Mob Essence. Man hat zwar oben auch noch so einen Prolotank, aber hier unten hat man es halt dann direkt in der Verarbeitung. Weil ihr seht schon, es geht langsam hier runter mit dem Zeug. Aber ich finde so krass, wie das leuchtet. Ah, ne, Liquid XP ist das. Das ist aber ganz was anderes. Kann ich das essen? Nee. Stimmt, das ist ein ganz anderer Tank. Okay. Gay. Ja, ja. Warte mal, der Tank kommt da an. Das heißt, ich brauche davon noch einen. Cool. Und da dran machen wir das Cover. Wie man sehen kann, ist das nicht genau die Farbe. Ist ziemlich dunkel in dem Fall. Aber wenn dann halt dieses Ding dran ist, dann geht's wieder, weil dann hat man nicht so den Bezug zu den anderen Klötzen. Das ist doch mal cool. Oh, da freue ich mich jetzt drauf, wenn das Zeug läuft. Ich sag mal so, ne? Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Oh! Und? Oh nein, ich komme nicht durch. Das ist im Grunde dann der Puffer. Man hat hier das Zeug, relativ viel sogar schon. 10.000 sind 10 Eimer voll. Und wenn das voll ist, geht oben der Tank voll. Dann hat man halt immer hier... Ich weiß, man wird nie 16. Oh lol. Der ist empty? Der leuchtet so komisch oben, aber egal. Also man wird nie 32.000, 48.000, nochmal so viel, 94.000, egal, 84.000, egal. 64.000 Zeug davon braucht im Grunde. 64 Eimer vielleicht. Aber man hat's halt. Man möchte für sein Leben lang ausgesorgt haben. So. Da könnte jetzt der andere hin, aber wir machen jetzt erstmal den anderen Ofen. Den anderen Ofen. Das habe ich hier umsonst alles aufgehauen, weil die Leitung jetzt von oben kommt. Sehr gut. Muss man auch wahrscheinlich über den Ofen fliegen, aber... So hat man den dann schon mal hier stehen. Und ich glaube, dafür habe ich sogar alle Teile. Oh, das war natürlich jetzt super schlau von mir. Tschö.
schön wegrasiert. So, und zwar den Hochofen heißt der irgendwie. Ofen. Ofen. Coke. Hi. Wie heißt der denn? Ich meine, wenn ich den sehe, dann ist eigentlich klar, aber ich könnte ja eigentlich mal Railcraft eingeben. Und dann sollte der hier auch irgendwo drin sein. Da ist er doch. Nee, da ist er nicht. Da ist er. Blast Furnace Brick. Blast Furnace, richtig. Blast Furnace. Blast Furnace Brick. Ich weiß doch gar nicht, ob da jetzt die Lava rein muss. Ich habe letztes Mal da Lava reingemacht. Und jetzt kann man... Der muss natürlich einen höher gebaut werden. Ist 3x3x3x4. Ist ein bisschen schwerer herzustellen von den Teilen her. Aber den hatte ich schon mal gebaut, weil ich halt den Debi-Heli bauen wollte. Und da drin kann man dann diese Stahlbarren machen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die unbedingt braucht. Und ob die Lava da rein muss, das muss ich auch nochmal ausprobieren. Aber zumindest haben wir den jetzt. Cool. Und da könnte echt mal wieder Vibrant Glass hin und diese... Lol, habe ich die nicht? Diese Bricks da? Ich hatte doch diese Bricks. Die hätte ich ganz gerne noch dazwischen, weil die sehen ganz, sehen ganz nice aus dafür. Da haben wir noch. Brick. Sandy Brick. So, dann machen wir die mal... Ah, ne, warte, da muss ich was anderes hin. Können wir Erde hinmachen? Erde ist mal gut. Ich glaube, zum Füllen nehme ich jetzt immer Erde dann. Weil die ist relativ schnell weggepulvert mit meinem Handschuh. Genau so. Dann macht man die dahin. Das wäre dasselbe Prinzip. Die sind zwar ein bisschen dunkler, aber dann sehen die aus, als ob die im Schatten wären. Auch wenn das Glas leuchtet. Wobei ich jetzt ein bisschen doof finde, dass dieser... dieser Rand nicht bis hinten geht, leider. Also bis... Da geht, also noch hier entlang geht. So, jetzt haben wir's. Aber man könnte hier rein, theoretisch. Oh nein, dann guckt man da automatisch rein. Ich kann vorstellen, dass da Lava rein muss, aber ich lasse jetzt erstmal so. Also ist so gut. Und hier halt den Rahmen, da geht's wieder runter. Jetzt wird irgendwie gerade voll hell. Lol. Oder wie immer im Monitunnel. Ach krass, die Folge ist schon wieder oben. Gut, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Guckt mal in die Playlist unten in der Videobeschreibung. Dort sind auch die ganzen Links von Japan, von den ganzen Fotoportalen, Facebook, Twitter, Instagram. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von TikTok. Tschüss.